Unter die besten 8 schaffen es nur die richtig guten Teams, Buschi. D'accord, ich denke, dass uns hier heute ein richtig enges Spiel erwartet und kann kaum erwarten, dass es endlich losgeht. Und jetzt spielen die USA gegen die Niederlande. Nun hören wir aber erstmal rein in die Hymnen der USA und Holland. Und da ist sie, die Startaufstellung der US-Amerikanerinnen. Kurze Einschätzung zu ihrer taktischen Ausrichtung heute, Buschi. Wir sehen hier ein 4-3-3 und klar, das wird viel über die Außen, viel über die Flügel gehen. Den Erfolg der Männer kann die Frauennationalmannschaft der Niederlande ja noch nicht vorweisen, oder Buschi? Nee, nicht wirklich. Erst in den letzten Jahren haben sie es überhaupt zu den großen Turnieren geschafft. Bei der EM beispielsweise ging es schon mal bis ins Halbfinale. Jetzt sehen wir die Aufstellung der Holländerinnen. Genau die gleiche Formation sehen wir auch auf der Gegenseite, Buschi. Ist natürlich am Ende auch immer Auslegungssache. Auf dem Papier sieht es aber tatsächlich bei beiden nach einem 4-3-3 aus. Das war der Anstoß. Spiel läuft. Abby Dahlkemper, Erz, Crystal Dunn, jetzt das Anspiel auf dem Flügel, Lindsay Horan, gefährlich, ganz energischer Einsatz, Lieke Martens, sieht gefährlich aus, jetzt die Flanke. Fängt diesen Ball ab. Jackie Gronen. Jetzt könnte es gefährlich werden. Klasse Pass. Jetzt vielleicht die Flanke. Gute Aktion. Jetzt können sie den Ball klären. Rapino. Crystal Dunn. Lindsay Horan. Erz. Abby Dahlkemper. E. Emily Sonnet. Abby Dahlkemper. O'Hara. Lloyd. Da bieten sich Mitspielerinnen an. Abspiel war nicht gut. Der Ball über die Linie. Kika Farnese. Morgan. Rapino. Alex Morgan jetzt. Jetzt wird's gefährlich. Sie wirft sich in den Schuss, das war wichtig.
Jetzt vielleicht der Vorstoß auf außen. Ein guter Doppelpass. Ganz energisch. Gute Chance für eine Flanke. Na, jetzt müssen sie aufpassen. Sherida Spitze. Keine Gefahr durch diesen Kopfball. Der war viel zu unplatziert. Crystal Dunn. Ertz. Abby Dahlkemper. Lloyd. O'Hara. Ertz. Emily Sonnet. Ja, könnte was werden. Abby Dahlkemper. O'Hara. Emily Sonnet. Und Alex Morgan. Lindsay Oren. Ertz. Harris. Sie erhalten den Einwurf. Lindsay Oren. Ertz. Und der Ball kommt zurück zur Torhüterin. Aus diesem Einwurf könnte jetzt eine Chance entstehen. Und sie verlagern das Spiel auf die andere Seite. Jetzt können Sie den Ball reinbringen. Lindsay Oren. So, Konterchance, vielleicht jetzt. Wäre die Konterchance gewesen, aber Sie verlieren den Ball. Vivian Miedema. Gefährlich! Sieht gefährlich aus. Den Ball kann sie sich holen. Da kommt sie gut raus. Crystal Dunn. O'Hara. Abby Dahlkemper. Ertz. Lindsay Oren. Crystal Dunn. Emily Sonnet. Sehr gutes Tackling, das war wichtig. Kika Farnese. Das könnte die Chance werden. Schirmt den Ball da super ab. Klasse Pass. Ball draußen. Das gibt jetzt Eckball. Ecke kommt in die Mitte. Ball draußen, gibt Abstoß. Sehr gute Gelegenheit eigentlich, aber klar vergeben. Super Flanke, aber das Timing beim Kopfball stimmt nicht. Abby Dahlkemper. Lloyd. Ertz. Crystal Dunn. Das könnte eine Gelegenheit werden. Geht jetzt in die Mitte. Rapinoe. Ganz stark abgeblockt. Gute Aktion.
Den Ball kann sie festhalten. Klasse gemacht. Bei den USA spielt Alex Morgan eine ganz wichtige Rolle. Sie ist nicht nur ein Star in den Vereinigten Staaten, sondern auch weltweit ein Aushängeschild für den Frauenfußball. Auf sie könnte es heute in dieser Partie ankommen. Loy. Die Schiedsrichterin entscheidet hier auf Vorteil. Und das ist auch korrekt. Gute Aktion. Klasse Vorstoß, da müssen Sie aufpassen. Kein Problem hier mit diesem dann doch letztlich harmlosen Ball. Da verlieren Sie den Ball. Jetzt vielleicht der Vorstoß auf Außen. Jetzt wird's gefährlich. Na, jetzt müssen Sie aufpassen. Kika Farnese. Daniel van der Donk. Ja, ja, ohne große Mühe den Ball abgefangen. Klasse Auftritt von ihr. Bislang bringt sie fast jeden Ball zur Kollegin. Crystal Dunn. Wieder so ein klasse Pass. Lindsay Horan. Ertz. Abby Dahlkemper. O'Hara. Gut gespielt. Ball geht nach außen. Ertz. Lindsay Horan. Crystal Dunn. Super dazwischen gegangen. Lieke Martens. Sherida Spitze. Janice van der Sanden. Ja, da gibt es gute Anspielstationen. Ja, könnte was werden. Gefährlich. Weiter diese Szene. Immer noch Gefahr. Jetzt ist die Kugel weg. Sieht gefährlich aus. Janice van der Sanden. Den Ball hält sie fest. Gute Aktion. Crystal Dunn. Ertz. Abby Dahlkemper. Emily Sonnet. Ballverlust. Oh ja, sah durchaus gefährlich aus. Pass auf die Außenbahn. Hereingabe. Flanke bleibt hängen. Ertz. Abby Dahlkemper. Lindsay Horan. Ertz. Und jetzt gehen sie über die Flügel. Klasse Pass. Rapinoe. Die Chance zur Führung. Sie liegen vorne und schauen Sie sich diesen Jubel an. Die Fans liegen sich in den Armen, die Spieler liegen sich in den Armen. So hatten sie sich das vorgestellt. Der Abschluss hier natürlich kein Problem. Nee, aus der Distanz nun wirklich nicht. So, jetzt können wir uns den Treffer noch mal genau anschauen. Diesmal aus einer anderen Kameraperspektive.
So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Sherida Spitze. Kika Farnese. Wird's jetzt gefährlich? Kommt jetzt die Flanke rein? Jetzt ist's gefährlich. Sie drängen nach vorne, guter Aufbau. Schöne Aktion. Da war mehr drin, aber der Abschluss war nicht gut genug. Der Ball wird nix und da haben sie stark verteidigt, waren eng dran. Crystal Dunn. Rapino. Ertz. Emily Sonnet. Abby Dahlkemper. E. O'Hara. Gibt jetzt Einwurf. Sherida Spitze. Da ist Platz. Die Fahne ist oben. Das war eine schwierige Entscheidung. Ganz eng war es, aber ich denke, es ist richtig entschieden. O'Hara. Abby Dahlkemper. Ertz. Rapino. Emily Sonnet. Abby Dahlkemper. Lloyd. Lindsay Oren. Crystal Dunn. Jetzt könnte es gefährlich werden. Na, jetzt müssen Sie aufpassen. Gute Aktion. Gut gemacht. Gutes Tackling. Janice van der Sanden. Anouk Dekker. Daniel van der Donk. Ja, könnte was werden. Klasse Aktion, Ball ist weg. Gefährlich! Jetzt vielleicht die Flanke. Gut abgefangen, dieser Ball. Gefährlich aus. E. Ertz. Crystal Dunn. Da kommt der Pass auf außen. Lindsay Oren. Oh, das könnte was werden. Keine große Mühe hier bei diesem ungefährlichen Ball. Jetzt die USA mit dem Einwurf. O'Hara. Abby Dahlkemper. Ertz.
Guter Pass, so machen sie das Spiel breit. Geht da mit vollem Einsatz zum Ball. Setzt sich klasse durch. Anouk Dekker. Und da ist der Ball wieder weg. Lindsay Horan. Klasse Pass. Crystal Dunn. Lassen den Ball laufen, aber jetzt bräuchten sie auch mal einen Zug zum Tor. Sie hat den Ball. Gutes Tackling. Da setzt sie zum Sprint an. Kommt sie durch. Sherida Spitze. Daniel van der Donk. Jetzt ist es gefährlich. Kika Farnes. Das ist beeindruckend. Sie spielen Pass um Pass um Pass um Pass um Pass. Und das mit einer solchen Sicherheit. Sensationell. Herz. Abby Dahlkemper. Emily Sonnet. Lindsay Horan. Rapinoe. Crystal Dunn. Herz. Abby Dahlkemper. Emily Sonnet. Lloyd. Stark verteidigt. Super Aktion. Gut geklärt. Emily Sonnet. Herz. Geht gut dazwischen. Weg ist der Ball. O'Hara. Jetzt wird's gefährlich. Keine Gefahr. Die Flanke wird abgeblockt. Ecke kommt ins Zentrum. Gut reagiert von der Torhüterin hier. Daniel van der Donk. Die Schiedsrichterin entscheidet hier auf Vorteil. Und das ist auch korrekt. Sherida Spitze. Vivian Miedema. Daniel van der Donk. Oh, den hält sie fest. Gut gemacht. O'Hara. Lloyd. Herz. Crystal Dunn. Lindsay Horan. Jetzt könnte es gefährlich werden. Emily Sonnet. Ja, könnte was werden. Gute Aktion. Und jetzt die Chance. Das macht sie gut. Sie kann den Ball sogar festhalten. Lindsay Horan. Crystal Dunn. Emily Sonnet. Lindsay Horan. 3 Minuten Nachspielzeit kriegen wir. Na, jetzt müssen Sie aufpassen. Daniel van der Donk. Lieke Martens. Schön dazwischen gegangen. Ballverlust. O'Hara. Und der Pass zurück zur Torhüterin. Rapinoe. Crystal Dunn.
Das ist schon abgezockt, wie Sie das machen mit dieser Führung im Rücken. Sie spielen sich den Ball hin und her und immer wieder diese kurzen, schnellen Pässe. Lindsay Horan. Das macht sie klasse. Gutes Tackling. Vivian Miedema. Janice van der Sande. Jetzt vielleicht die Flanke. Gefährlich! Schwacher Abschluss. Überhaupt nicht gefährlich. Zur Pause sind sie auf Kurs Halbfinale. Eine wirklich gute Leistung in der ersten Hälfte. Wenn sie das Niveau halten, kommen sie unter die besten vier.